Herzlich willkommen YouTube, was geht ab? Schön, dass ihr wieder auf meinem Kanal seid. Ich habe heute ein super geiles Thema und zwar Drive Club. So ihr Lieben, ich habe das Internet durchforstet und habe dann auf der Seite PlayStation Front, also es ist ein Magazin, playstationfront.de, habe ich einen sehr interessanten Bericht gefunden. Unter anderem werden auch Artikelinformationen zu Drive Club, steht auch ein Release-Datum dabei und zwar der Juli 2014. Ob das stimmt, weiß ich leider nicht, weil ich habe bei Amazon und bei Co. habe ich nochmal nachgeschaut. Also ziemlich die meisten, denke ich mal, offiziell Händler, wo das Spiel anbieten und nirgendwo war irgendwie was von einem Release-Datum. Außerdem habe ich beim Mediamarkt angerufen und die haben auch Nein gesagt. Also die haben noch kein Release-Datum. Also somit würde ich auf dieses Datum zwar nicht viel wetten, aber es könnte ja trotzdem stimmen. So, aber was noch interessant ist, es ist noch ein Bericht mit dabei, verfasst worden von der von dem Magazin. Ich werde mal jetzt hier schnell mal ganz kurz und bündig vorlesen. Grund für die Verspätung. Drive Club soll die VR-Brille unterstützen. Wenn ein Spiel nicht zum geplanten Release, sondern erst einige Monate später erscheint, ist das immer ärgerlich. Wenn dadurch aber bessere Spielerlebnis geboten wird, dann nimmt man diese Verspätung gerne in Kauf. Im Falle von Drive Club teilte Sony Worldwide Studios Präsident Shuha Yoshida mit, dass das Spiel noch mehr Entwicklungszeit benötige, sich das Warten aber definitiv lohnen werde. Was er genau damit gemeint hat, ist unklar. Laut einem Insider soll die Verschiebung aber mit der Einführung des VR-Headsets zusammenhängen, wie CVG unter Berufung auf die Quelle berichtet, unterstützt Drive Club als eines der ersten Spiele das Virtual Reality Headset von Sony. Und deshalb kam es zur Verzögerung. Mit Hilfe der VR-Brille soll angeblich das Fahrercockpit simuliert werden. Ob diese Meldung zutreffend ist, werden wir womöglich im Rahmen der diesjährigen GDC 2014 erfahren. Beginn 17. März, denn dort soll die VR-Brille angeblich offiziell vorgestellt werden. So ihr Lieben, das war's dann wieder. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, bitte unten in die Kommentare. Und ich hoffe, ich konnte euch jetzt vielleicht gerade im Thema Drive Club ein paar Infos liefern. Also Leute, bis dann. Ich bin Novi, ich bin raus. Tschüss.